Herzlich willkommen auf merkur.de. Heute werde ich euch die kostenlose Applikation Nokia Big Screen für das N8 vorstellen. So, ich habe jetzt das N8 mit Hilfe des HDMI-Adapters per HDMI-Kabel an einen 23 Zoll Asus LED-Bildschirm angeschlossen, Monitor. Ja, wie man erkennen kann, kommt das Bild klar rüber. Ich kann das Handy normal bedienen. Es wird wirklich alles ausgegeben, was ich anzeige. Auch auf dem Handy 1:1, wie man erkennt. Ja, das ist natürlich sehr praktisch, wenn ich jetzt ins Menü gehe, dann den Player starte oder halt auch andere Applikationen wie die Foto-Applikation. Dann kann ich mir natürlich, hier kann man auch mal erkennen, wenn man Medien hinzufügt, müssen die erstmal aktualisiert werden, das Archiv, also sozusagen. Das dauert immer etwas. Aber das sind jetzt auch die standardmäßigen Bilder, die auch gleich vorhanden sind, hier auf dem N8. Die sind stark komprimiert, das kann man nachgucken. Aber ansonsten laufen die natürlich jetzt auch flüssig. Muss immer etwas Geduld haben. Das wird etwas anders dargestellt als auf dem N8. Auf dem N8 ist natürlich dieser Wisch-Effekt vorhanden, der auf dem Bildschirm so gut wie kaum da ist. Auf dem Bildschirm werden die Bilder ziemlich schnell klargestellt auch. Hier das hier, das war gerade ziemlich unscharf. Ja, das macht richtig Spaß. Aber nun, falls man keine Lust hat auf so eine umständliche Präsentationsart, kann man halt auch ein neues Programm aus Nokia Better Labs installieren. Einmal installiert, findet es sich unter Programme Fernseher und lässt sich nur mit angeschlossenen HDMI-Kabel starten. Ja, das ist auch schon das Programm hier. So startet das. Man kann hier erkennen, Videos, Musik, Fotos, Info schließen. Das Ganze ist auch etwas animiert. Und auf dem N8 kann man halt ein kleines Steuerkreuz erkennen. Zurückbutton und noch das ganze Programm schließen. Ja, wenn man das jetzt bedient, sieht das so aus. Hier werden natürlich Bilder angezeigt, Alben, alles was man halt für Multimedia-Dateien auf dem N8 hat. Wenn ich jetzt mal Videos bestätige, habe ich jetzt bisher nur ein Video hier drauf, ohne Titelbild. Das ist aus der ARD-Mediathek. Das kann es aber jetzt über diesen Player seltsamerweise nicht anzeigen. Wenn ich das auswähle, kommt halt hier oben eine Statusmitteilung, Wiedergabe nicht möglich. Dann kann ich hier auf diesen Zurück-Button klicken und komme dann natürlich wieder ins Menü. Dann wähle ich mal Musik aus, da habe ich jetzt extra zwei Alben eingefügt. Das ist ähnlich aufgebaut wie direkt die Musikwiedergabe auf dem N8, aber ist jetzt nicht so stark animiert. Also ich kann jetzt hier erkennen, kann ich so mit dem Steuerkreuz auswählen. Ne? Wenn ich jetzt eins auswähle, läuft das aber auch ziemlich schnell und flüssig, auch optimiert halt für große Bildschirme. Finde ich eigentlich sehr gelungen. Kann ich dann nochmal auswählen. Dann wirkt das alles auch ziemlich zukunftsmäßig. Okay, kann ich die Wiedergabe dann auch anhalten oder dann halt auch wieder zurückgehen. Dann wähle ich mal das andere Album aus. Da habe ich jetzt zwei Titel, dann kann ich halt noch wählen, noch zwischen den beiden. Der Klang wird natürlich per HDMI weitergeleitet. Fotos, das sind die standardmäßig vorhandenen. Da kann ich dann auch so durchsliden, sag ich mal. Wie gesagt, auf dem N8 ist halt nur das Steuerkreuz vorhanden.
Wobei auch das ersetzt werden kann durch eine Bluetooth-Tastatur, Bluetooth-Controller oder so. Das funktioniert alles. Wenn ich ein Bild auswähle. Vielen Dank fürs Zuschauen, folgt uns auf Twitter und abonniert uns auf YouTube. Tschüss.